Warte einfach mal jetzt die Aufnahme. Wir sind ja jetzt drin und sagen Guten Tag. Hallo. Geh mal Kaffee mit und geb ihn ins Auto, weil der macht auch warm. Ja. Ich hau eben den einen Baum wenigstens noch weg. Ja. Jeder Baum weniger ist, denke ich mal, besser für die Performance. Also von daher. Ja, auf jeden Fall. Das wäre mal etwas, was ich mal in der Alpha 19 ausprobieren könnte, ob die ja immer noch die Probleme mit den Bäumen haben, die man selber pflanzt. Ja. Zuckersaft-Smoothie kannst du jetzt? Weil liegen in der Kiste. Ja, doch, kann ich jetzt. Ah, okay. Müsste ich Dann nehme ich eigentlich die mit. können, weil ich glaube, ich Kriegst habe du ganz auch. viele gemacht. Ich gucke mal eben noch Ja, eben, ja. woanders. 24 liegen in der Kiste. Ja, 4 von 5 müsste jetzt drin sein. Chili Okay. Dogs, kaltes Bier, Yucca-Saft-Smoothies. Dann lege ich den schon mal ins Auto. Jetzt müssen wir wieder neu orientieren. Ich packe jetzt mal eben nochmal die Kettensäge weg. Und das Benzin. Haben wir noch Benzin im Auto? Dann. Auto verbraucht mehr, da könnten wir vielleicht die gestaffelten Dinger mitnehmen, ne? Genau, ja. Reicht ja dann eins, glaube ich. Ja, das sind ja 10.000, also fürs Zelt ein bisschen. Ich glaube, das passen. Wie viel passen rein? Wie viel ging nochmal? Irgendwie 7.500 oder sowas. Irgendwie sowas in dem Dreh. Weiß gar nicht. Oder war das zu viel? Ach, ist doch egal. Auf jeden Fall schluckt er ganz schön. So, was müssen wir mitnehmen? Ich habe das dabei. Vielleicht nochmal Reparaturkits. Haben wir noch Reparaturkits? Ich nehme noch 2 Stück mit. Essen. 2 Penne-Eintöpfe, was zu trinken. Und Kaffee und Yucca-Smoothies hast du ja schon ins Auto gepackt, ne? Ich habe jetzt Zuckersmoothies ins Auto gepackt. So, ja, ich denke mir mal. Nee, wenn, ich glaube. Ich muss mal gucken, wo was ist. Das ist so doof, wenn man doch mehrere Spielstände spielt. Da muss man echt wieder gucken. Ich glaube, ich mache eben noch mal ein paar Reparaturkits. Das war Klebeband und Eisen. Klebeband und Eisen. In der Kiste über den Waffen Ja. liegt das Band, die Sets für Hitze und Kälte. Okay. Kannst du, also ich habe mir einmal ein Kälteset rausgenommen. Ja. Kannst du das zweite rausnehmen? Okay, ich packe eben die Sachen noch wieder zurück. Mütze, Puffermantel und Hoodie. Okay. Gut, ich habe sonst alles dabei. Schaufel, Gewehr. Ja, sieht gut aus. Reparaturkits bastel ich gerade, die nehme ich dann mit. Also die kann ich dann, können wir in zur Not auch ins Auto dann aufteilen und sowas. Ja. Und ja, meinetwegen. Können wir. Okay. Ich schaue noch, wir haben hier noch Isolierungsmods. Schauen, was ich anhab. Oder was ich verändern kann. Ich gucke auch da mal. Ist das mein Also Weg? in der Truhe liegt noch Isolierungsmod eine drinnen. Die bringt auch ein bisschen. Passt noch was rein. Okay, gut.
gut. Dann denke ich mir mal, kommen wir los. Ja. Das war ganz schlau. Was denn? Okay. Es hat eben gerade ein bisschen geleckt. Ich bin weitergelaufen, und aber es ist zum Glück nichts passiert. Ich habe mir nichts gebrochen, aber ich muss die Tür eben nochmal zumachen. So, Tür zu. Ich will nur kurz Amazon Brot und leg das Gemüse schon mal in den Briefkasten. In den Briefkasten, ja. Sehr schön. So. Oh, warte mal, Benzin müssen wir noch mitnehmen. Kaffee, hast du das noch im Inventar, oder wollten wir die Yucca-Smoothies stattdessen mitnehmen? Die Yucca-Smoothies sind im Auto. Gut. Stimmt. 10 für dich, 10 für mich. Hm, die zählen ja auch mehr. Dann hole ich nochmal Benzin. Ja. Ich nehme mal den hier, die Zweier mit, so. Schon alles, was übrig bleibt. Dann machen wir mal eben einen auf. Dann tanke ich mal eben nach. Wenn es nicht ausgeht, und dann so. Okay. Genau, wir wollten uns die größere Stadt da im Schneegebiet angucken, ne? Genau. Können wir auch gleichzeitig dann ein bisschen aufdecken. Ja, wir können eigentlich hier rausfahren und dann direkt da in das Schneegebiet rein. Ich überlege gerade, das war, glaube ich, aber die zweite Einfahrt, ne? Ich glaube, wir müssen hier hoch und dann hier lang fahren. Und ich meine, hier wäre sie dann irgendwo. Irgendwo im Nordwesten. Gut. Ich nehme dann die Smoothies und fülle nochmal Erste Hilfe Bandagen nach. Hm. Soll ich das Zeug für den Händler mitnehmen? Glaub nicht, oder? Na, wir brauchen es ja jetzt momentan nicht unbedingt. Wir sind ja nicht davon abhängig und wir suchen momentan auch nichts Spezielles. Oder doch, wir suchen nach Schrot-Dingsbums, ne? Teile. Schrot und Stahlwerkzeug. Aber ich glaube, sonst nimm doch einfach mit, können wir doch ins Auto packen. Nur vorsichtshalber, falls wir einen finden, aber ich glaube, da ist keiner. Die Kiste ist fast voll. Oh. Zum Verkaufen. Okay. Ich nehme mal die Dukes mit, die wir haben. Ja, genau. Und geb's ins Auto, falls wir irgendwo vorbeikommen. Ja. Frage, ob wir uns jetzt schon umziehen? Warten wir doch ab. Also ich würde abwarten und vielleicht erstmal, sobald es kalt wird, können wir mal eben anhalten und einen Smoothie trinken. Die halten, glaube ich, 10 oder 15 Minuten. Und dann warten wir mal das Wetter ab, würde ich sagen. Okay. Aber du hast das Kaltset mit. Ich habe das Kaltset dabei, okay. Ja. Gut. Nur eben halt, dass du in die Rüstung dafür ablegen musst, und das ist ja immer das Doofe da dran. Na gut. Ja, dann los. Oh, jetzt so coole Musik im Autoradio. Ja. Irgendwas Rockiges, das wäre jetzt cool. Dann können wir hinter den Bergsee laden. Dann die Straße nach rechts nehmen. Ja, wir könnten gleich hier so gleich rüberfahren. Genau. Und dann durchs. Also, da jetzt hinter dem Bergsee dann rechts. Genau. Ja, genau. Und dann einfach da ins Schneegebiet. Ja, und dann müsste das die zweite sein. Na, okay. Also nicht die untere Straße, die als erstes im Schneegebiet auftaucht. Ich habe nur eine.
Ach so, weil, ja, ich bin da schon mal hingefahren. Weil da war mein Airdrop, glaube ich. Deswegen ist bei mir die Karte schon offen. Entschuldigung. Guck mal. Stimmt, habe ich vergessen. Hätte ich vielleicht vorher machen sollen. Geht ja gar nicht. Nein. Immer mehr lustig. Also das Clowns-Auto ist abartig. Ich hab gehupt. Ja, eben. Sie ist stehen geblieben. Selber schuld. Genau, hier ist die erste Abzweigung. Da kommt dann eine Siedlung. Die ist auch nicht schlecht. Also ich hab... Gut, das, okay. Ich glaube, das ist pro Spielstand kann das immer anders sein, variieren. Aber ja. Ich habe da teilweise aus den Häusern relativ guten Loot rausgekriegt. Okay. Mann, hier sind aber viel Zombie-Zeugs unterwegs. Ja. Jo, Mahlzeit. Hawaii-Hemd. Oh, vor allen Dingen ziemlich kalt, ne? Ja. Hier vorne, das müsste auch ein Shotgun-Messiah sein. Okay. Ja. Dann können wir ihn mitnehmen. Der ist nicht groß, den können wir, glaube ich, so mitnehmen. Ja. Dann sagen wir mal Al Bescheid, dass wir kommen. So kalt ist mir auch noch gar nicht. Siehst du, das passt ja schon mal. Die ist verschlossen, die Tür. Die sind alle verschlossen. Ich glaube, das ist egal. Schauen, ob ich die von hier schon erwisch. Ja. Weil durch die Gitter kann man durchschießen. Das sind teilweise aber auch Scheiben davor. Ja. War das Bayer, den du erschossen hast? Okay. Ah, hier ist noch jemand. Ah ja. Oh, man geht ja sofort wieder ins... Okay. Hm? Mit dem Aufsatz, mit dem Zieloptik. Ja. Geht man sofort wieder in die Zieloptik rein. Das ist ein bisschen verwirrend. Vielleicht schlagen wir die eine Tür hier auf. Hier ist doch eine, die ist schon angeschlagen. Ach so, ja. Die kamen wir, glaube ich, schneller auf. Und da hinten erhebt sich gerade jemand. Dead Man Rising. Na, stehst du wieder auf? Nein. Nein, du stehst nicht wieder auf. Okay. Ja. Dann wollen wir nicht erstmal clearen, weil ich glaube, da hinten sind noch ein paar drin. Da hinten müsste so eine Shooting Range sein und ich glaube, da sind auch welche drin. Hier sind nämlich auch welche drin bei mir. Okay, den haben wir. Keine Chance hier. Okay, und hier nebenan haben wir, glaube ich, noch eine. Auch verschlossen. Na gut. Ist mir noch ein Oh, Militärtyp. Ein zentraler Militärtyp, ja. Und eine Mutti. Zwei Muttis. Weiß nicht, warum nennt man die Muttis? Eigentlich ist das fies, oder? Ich mag das gar nicht. Eine Dame. Zwei Damen waren das. Okay. Das ist so altbacksch. Ich mag das nicht. Vergiss, was ich gesagt habe.
Zwei Damen im Nachthemd. Weiße Frauen? Also im Sinne von, gibt es das noch so als Gespenster? Weiß gar nicht. Nee, das wird heute wahrscheinlich wieder politisch verstanden, um Gottes Willen. Das lassen wir mal lieber. Das war eine Zeit lang, war das mal so eine Spukgeschichte unter Kindern. Ein Schrottgeschützturm? Hm, habe ich gleich auch gerade gefunden. Waffenteile. Schau gerade, ob da Schrot dabei ist. Ein Schrotflintenteil. Okay. Und ein Compoundbogen. Oh, Compoundbogen, cool. Das sind wieder Teile. Schrotflinte. Schrotflintenteile. Ich hätte noch eine sechs Stück Schrotflinte. Ich hätte noch eine Dreier Schrotflinte gefunden. Meinst du, nun können wir noch eine zerlegen? Cool. Das geht ja auch. Ich habe Rezept für Maisbrot gefunden. Hey, geht's halt. Maisbrot war. Mann! Eine 44er! Ja! Wo, wo, wo? Ich habe eine gefunden! Wo bist du? Hier! Eine Zweier allerdings nur. Und hier kommt gerade ein Schneetyp rein. Moment. Au! Boah! Das war wohl seine Magnum, ich weiß es nicht. Ich habe eine Magnum gefunden. Warte, ich leg sie dir hier wieder rein, in die Kiste. Eine Magnum. Oh. Und ich habe sogar 19 Schuss dafür gefunden. Da. Danke! Bitteschön! Magnum. Oh. Ich sehe Madel jetzt gerade da so sitzen, wie sie streichelt. Oh, Magnum. Hallo, Magnum. Hallo, Schätzchen. Hallo, du. Na? Da siehst du, endlich. Ja. Yay. Das Leben ist schön. Prima, das freut mich. Oh, eine 5er Schrotflinte. Also das ist... Ich muss... Entschuldigung, aber kann das sein, dass der kleine Laden sich mehr lohnt als der große Shotgun Messiah? Gott sei Dank hast du es gesagt. Das hängt... Ich mach mal das Klo leer. Es hängt immer noch so nach. Es ist immer noch so ein bitter. Es ist so... Oh. Ja. Ach, Entschuldigung, ja. Aber es ist nun mal so... Ach, Mann, Mann, Mann. Ach, fürchterlich. Ja, aber immerhin, du hast im Magnum, wir haben Schrotflinten gefunden. Also wie gesagt, wenn die Schrotflintenteile nicht reichen sollten, können wir zu nun auch die anderen, die schlechteren, zerlegen. Huch, was war das? Ich bin an den Verkaufsautomaten ran. Und dann kommt da so ein Wusch? Sollte eigentlich nicht. Das war ein ganz fieses Geräusch, als wenn mir jemand einen überziehen wollte oder sowas. Okay. kann man irgendwas schrotten? So, Klo warst du schon, ne? Da. Das Klo habe ich schon gemacht, ja. Oh, warte mal, aber ich kann den Zementmischer vielleicht auseinandernehmen, ne? Ja. Das Doofe ist, man kann den ja nicht mitnehmen. Also. Zerlege ich den mal. Ich habe 4er Eisenstiefel gefunden. Wenn du brauchst. Müsste ich mal eben gucken. Ich weiß jetzt gerade gar nicht, was ich trage. Ich guck gleich mal eben. So. Legen wir das eben nochmal. Das ist alles leer. Ich meine, hier war auch irgendwas auf dem Dach, aber es kann auch sein, dass das nicht immer so ist. Da kommen wir rauf schon. Müsste hinterm Laden, müsste eine Leiter nach oben. Leider nach oben gehen. Ne? Leider. Eine Leiter nach oben gehen. Ja, moin, da oben geht eine Leiter nach oben, Mensch. So, genau, den Safe, den Waffenschrank hatten wir schon. Ja, ich glaube, das war's. Ich habe den Magnum.
Martin guckt gerade in den Mülleimer, ich hör's. Ja, ist er hinterm Laden? Ja, ich weiß. Ich geh mal rauf. Ja, ich durchsuche nochmal eben hier das Auto. Dann kann ich das Auto auch wegmachen. Oh, da ist ein Rad drin gewesen. Wow. Hör ich da irgendwas? Weiß ich nicht. Ganz komisch. Ich höre irgendwas. Ich glaube, oben ist jetzt gerade was wach geworden. Ja. Ja, ich höre dich. War das die Magnum? Ja. Mm. Das klingt ja wie Sledgehammer. Jetzt weiß ich aber nicht mehr, wie seine Knarre hieß. Ich habe vergessen, wie seine Knarre hieß. Entschuldigung. Kommst du klar? Ja. Gut. Lass ich Sachen fallen? Ich lasse Sachen fallen. Bin ich so überladen? Oh, da haben wir doch einiges mehr gefunden, als ich dachte. Aber hier oben ist nichts mehr. Die Klimaanlage habe ich noch auseinandergenommen. Okay. Aber sonst ist da gar nichts herum. Ich dachte irgendwie... Nicht mal ein Nest oder so. Gar nichts. Hm. Dann ist es entweder immer anders oder... Tja, weiß nicht. Komme da runter. Hm? Kann ich eigentlich den... schau ich dann, wenn ich die ausgemüllt habe. Den Schalldämpfer auf die Marken. Das wäre cool. So, okay, warte mal. Eben nochmal restlichen Autos zerlegen und dann können wir ruhig weiterfahren, weil sonst kommen wir, glaube ich, nicht so... Das ausmüllen. Ja, ja, in der Zeit zerlege ich die Autos eben nochmal. Dann zeiteffektiv genutzt. Ach, übrigens. Ich find das immer so vornehm. So. Ich hab Dieter hier gefunden. Kannst du aus dem Auto nehmen? Ja, ich guck gleich mal. Oh, in der neuen Szene, das neue Zerlegen ist ja wohl fies, oder? Dieses langsam mit dem Messer da durchziehen und... Keine Ahnung was. Also da muss ich sagen, das ist echt heftig. Mann, bin ich nicht so schlimm, aber... Oh. Nee, ich habe bessere Stimme. Nein, ich kann den Schalldämpfer leider nicht an den Vakuum anbringen. Hätte mich auch gewundert, aber ich wollte nichts sagen. Vielleicht gibt es ja was Spezielles dafür. Oh, Benzin ist auch wieder voll. Cool. Ah, der ist kalt. Ich trinke mal was. Mhm. Gute Idee. Ja, wahrscheinlich. Aber es hat angefangen zu schneien. Richtig, genau. Das ist das Problem. So. Okay, wir können weiter. Bei... ja? Warte mal. Da schwebt... ein Glas vor deiner Nase. Okay, kannst weiterfahren. Irgendwie, ich weiß nicht warum. Weil vielleicht, weil ich gerade oder weil du gerade einen Smoothie getrunken hast. Der schwebt irgendwie... Nee, wenn du lenkst, der schwebt über dem Lenkrad. Also kann es sein, dass du den doch irgendwie in der Hand hast oder sowas. Das ist gerade ganz merkwürdig. Naja, warum nicht? Da liegt ein Schlafsack. Don't drink and drive. Es kann sein, dass ich hier gespawnt bin. War das nicht... bin ich nicht im Schneegebiet gespawnt oder warst du das im Schneegebiet? Ah, oh ja, du bist...
war hier noch nicht. Achso, ja, dann bin ich hier wohl gespawnt. Da ist eine Militärbasis links. War nicht zu dicht dran, da sind, glaube ich. Es sind Minen, ne? Da sind Minen, ja. Aber ich glaube. Nee, das ist keine Militärbasis. Das ist keine. Ist ein Schrottdingstens irgendwie. Ja, das ist nicht wild. Okay. War nur vom Weiten so aus. Miezekatzen. Miezekatze. Aber sie ist wieder aufgestanden. Glaube ich. Die schläft nur. Die schläft nur. Miezekatze. Ah, hier kommt. Das ist aber, glaube ich, eine andere. Das ist das Stadion. Hier auf der rechten Seite ist das Stadion und da ist die Schule daneben, da gegenüber. Okay. Bloß das Stadion ist sehr weitläufig. Das müssen wir uns, glaube ich, nicht unbedingt antun. Oh, Wolf. Und ein Reh im Auto. Ja, Reh und Wolf, dachte ich, wegen Fleisch, das wäre das Wichtigste. Dann hole ich den Wolf. Pfeif auf den Zombie, der da steht. Der liegt. Ja, ich glaube, aber wir können ruhig weiterfahren. Ich gebe nur das Reh ins Auto. Oh, die Tür ist sogar offen. Verdammt. Ja, da kommt schon der nächste Schneesturm. Schneezombie angestapft, wollte ich gerade sagen. Müssen wir uns. Huch, wollte ich gar nicht. Man setzt sie automatisch an Steuer, okay? Okay. Bin bereit. Gut. Dann los. Macht's gut, ihr Duschen. Oh, jetzt fängt's richtig an zu schneien. Hier links kommt jetzt die Polizeistation. Okay. Und da rechts ist. Noch raus? Das weiß ich. Da bin ich noch nie drin gewesen an Polizeistation. Ja, schauen wir rein. Ja, dann können wir reinschauen. Dann schauen wir mal. Informationscenter. Da können wir uns Broschüren holen. Schön wäre mal wieder ein Buch schauen. Morgen! Ne? Okay, der ist weg. Klar. Hauptsache, das ist nicht die Polizeistation aus Raccoon City oder sowas. Moin. Okay, hier ist keiner. Ich hau dich mit der Axt nieder, Babe. So schaut's aus. Jetzt passt es aber auch echt wieder von der Beleuchtung her, muss ich sagen. Sehr wesentlich angenehmer. Ja. Besser angenehmer. Ja, da ist gerade was wach geworden. Da oben geht es nur eine Treppe nach oben erstmal. Ach, da. Ach, hier sind die Zellen. Zellen, ja. Schau mal in den Zellen. Hey, ein Topf.
im Klo eine Pistole. Die wollen wohl jemand verschwinden lassen. Oder für einen Häftling irgendwie reingeschmuggelt oder so. Wer weiß. Hier in der Mitte ist nichts, ne? Das ist nichts Geheimes. Nö, das sieht nur so aus. Auch nichts. Ich bin nass. Ach, vom Schnee. Okay, ist gar nichts. Da ist nichts. Hallo. Hi. Ist hier noch was hinter? Oh, in so einem Schulungsraum. Das ist ja witzig. Dinge habe ich ja noch gar nicht gesehen hier. Bringen die Tische noch was? Das weiß ich nicht. Ich gucke gleich mal eben. Nee, ich muss mit der Axt. Okay, ja, Eisen und Kunststoff. Aber ob sich das so lohnt? Ist mit einem Schlag weg, also insofern. So, die zerlege ich mal.